Guten Tag, moin moin, herzlich willkommen zu einer neuen Runde High Rise City hier auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten. So, läuft bei uns. 8000 Einwohner haben wir mittlerweile. Produktivität haben wir ganz gut gesteigert. Wir haben sehr, sehr viel Strom über, wir haben Wasser über, alles schick. Müssen wir ein bisschen gucken, dass wir, ja, also finanziell geht einigermaßen. Aber da soll man sich mal nicht täuschen lassen, ne? Das kann auch schnell in die andere Richtung laufen. Ich möchte eigentlich jetzt schauen, dass wir die 100.000 zusammenkriegen, um noch einen weiteren Bereich zu kriegen, damit wir die doch in Zukunft immer wichtiger werdende Werkzeugproduktion verbessern können. Das wäre schon sehr, sehr nice. Und das ist auch ein Produkt, wenn man davon zu viel hat, kann man es natürlich auch gut verkaufen. Ja, dafür brauchen wir halt 100.000. Ne? Und da fehlen uns jetzt noch gut und gerne 30.000. Forschungspunkte, ich weiß nicht genau, wann es immer Forschungspunkte gibt, ob es extra Forschungspunkte gibt oder ob es nur Forschungspunkte gibt, wenn man neue Meilensteine erreicht. Keine Ahnung. Werden wir ja mit der Zeit rausfinden. Wir haben in der letzten Folge jetzt neue Bewohnergruppen freigeschaltet. Das sind hier die Ingenieure und wir haben neue Bürogeschichten freigeschaltet. Zone Bürodichte 3. Also dann geht es auch irgendwann in die Höhe. Die Gebäude werden größer. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob man hier so ein bisschen neu ansiedeln sollte oder ob man generell irgendwann sagt, okay, komm, das ist jetzt so ein Bereich hier gewesen, der lebt, passt, wirtschaftet. Und man geht dann irgendwo hin und baut noch mal ein bisschen neu auf, ne? Ich habe jetzt ja nicht gesehen, dass sie tatsächlich Fisch zu irgendjemanden hinfahren. Also wenn wir Fisch genug haben im Land, dann haben die das hier auch. Egal, ob das Haus hier steht oder irgendwo anders steht. Das ist, glaube ich, egal. Beim letzten Mal freigeschaltet worden. Das ist noch nicht. Gymnasium haben wir noch nicht. Wir sind immer noch bei der Grundschule. Eine bessere Feuerwehr, die dann wohl noch mal mehr Reichweite hat. Bisher habe ich aber auch noch nicht gesehen, dass wir große Brandrisiken hier gehabt haben, sondern vielleicht einfach nur fürs Zufriedenheitsgefühl der Leute interessant. Wie weit das Spiel das simuliert, kann ich nicht sagen. Dann haben wir eine Klosterkirche. Aber aktuell nicht, weil Eisen fehlt. Nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Dann haben wir ein Kino. Das könnte man schon machen. Wäre wahrscheinlich schon wieder interessant. Also hier haben wir einen ganz wichtigen Bereich für die Kohle und das wird eine dreckige Industrie sein. Deswegen kann ich dann, das ist ein bisschen unglücklich für eigentlich die Erweiterung unserer Stadt, ne? Weil eigentlich müsste sich die Stadt ja bis hierhin erstrecken, aber hier ist unser Wald. Da können wir ja auch nichts machen, da sind wir auch komplett eingeschränkt. Und hier haben wir noch ein bisschen Platz, klar, aber das wird keine Großstadt werden. Ne? Es sei denn, die Felder, die hier sind, ziehen wir dann ein Stück für Stück raus, dass wir sagen, okay, wir bauen das hier neu schick effektiv auf. Da habe ich angefangen, hier ist eine Farm und da ist eine Farm. Und hier ist ein Planungsbüro, was die Effizienz einfach sehr, sehr gut steigert. Dementsprechend wird, weil es auch große Plantagen sind, wird hier schon sehr, sehr viel produziert. Also wenn wir gucken, beim Gemüse produzieren wir aktuell 41, wir verbrauchen nur 18. Da könnten wir ohne Probleme diesen Gemüse hier einfach mal wegballern. Und dann könnten wir hier so eine Kernstadt noch bauen, ne? Das ist auch Gemüse. Nicht ganz so einfach, aber ich glaube effizienter. Könnte hier auch beide Gemüsehöfe abreißen, der produziert. Wir ziehen ja nicht viel hier. 32 Arbeiter, der hat 80 Arbeiter, der hier oben zum Beispiel, der hat 260 Arbeiter. Wir würden noch einen großen Bereich freikriegen. Aber wie weit geht unsere Umweltverschmutzung? Ja, es macht also auch keinen Sinn. Durch diese Industrie, die Lehmgeschichte, sind wir da auch ziemlich eingeschränkt. Um nicht zu sagen, komplett eingeschränkt. Kohle, also hier ist ein super Kohlegebiet direkt.
Das scheint auch. Oh Gott, hier hinten gibt es auch noch mal eins. Aber ich kann hier nicht zwei Flächen ankaufen, nur um da hinten die Kohleindustrie aufzubauen. Obwohl es eigentlich eine Überlegung wert ist, damit wir hier diese, das ist dann eben aber. Ja, das ist gerade schwierig. Stadtbau, Stadtplanung, dass sie immer zufrieden sind, ist schwierig, ist aber vielleicht auch, weiß ich nicht, ob es denn tatsächlich so im Endeffekt in diesem Spiel so high-end wichtig ist, ne? Keine Ahnung. Ich sehe erstmal unsere Werkzeugproduktion nochmal wichtig. Vielleicht auch, dass wir die Lager nochmal erweitern. Generell nochmal wieder hier können wir 40 mehr Lager machen. Hier können wir gleich 120 Lager mehr machen, aber ich würde sagen, mit 140 sind wir erstmal gut bedient. Das ist Pauschalerhöhung, ne? Auf 120 in Zukunft, damit wir nicht so schnell volllaufen bei einigen Bereichen. Und wenn wir darüber hinausgehen, haben wir ja mehr, was exportiert werden kann. Also dieses Stück, also Gemüsehof, den auf jeden Fall, den könnten wir rausnehmen. Ja, hier haben wir genau die Hopfenfarm ist neu. Wird die wahrscheinlich auch so platziert wie die anderen alle. Ja. Hammer für Holz, deswegen wollen wir schon. Okay, auch verständlich dann. Und eine Getreidefarm in einer gewissen Größe. Achso, da fehlen Eisen im rohen. Gar nicht als Werkzeug, sondern im Rohzustand. Also werden auf jeden Fall mehr Richtung Eisen noch gehen müssen. Eisenerz, dann haben wir hier unsere Eisenschmelze, die auch schon erweitert wird durch durchs Planungsbüro. Aber uns fehlen halt immer hier was von, ne? Deswegen ist nicht genug. Ja, sind wir bis auf 120 hochgegangen, unsere Kapazität. Wenn die mal alles andere haben, dann glaube ich, ist ihnen auch die Umweltverschmutzung egal. Ne? Also egal, vielleicht nicht ganz, aber nicht so hundertprozentig wichtig. Ich würde nur mal aus Spaß mal. Oh ne, kann ich gar nicht. Brauche ich auch Eisen. Also krass. Also die Ingenieurszonen brauchen pauschal schon immer Eisen. Das ist nicht ganz so ohne. Tauchen auch Häuser, die Bäume wieder auf. Das hier bleibt ja mit so einem Gebiet erstmal voll zu machen, das andere geht gerade nicht. Gespeichert. Um und so finde ich, sollte man. Das wäre auch nice, wenn man das noch verkaufen könnte, aber da wird nichts.
Habe ich das noch gesehen? Da ist mehr Bürobedarf. Ich weiß nicht, ob das wirklich Forschungspunkte richtig mehr gibt es aktuell nicht. Aber da haben wir auch schon mal relativ schnell den ganzen Bereich freigeforscht. Sobald hier Gemüse läuft sogar jetzt noch voll. Kann sein, dass wir nicht genug weghandeln können. Ja, wir haben nur eine 21er Handelskapazität. Das ist natürlich nicht viel. So, wir haben das Geld. Um das Land zu kaufen. Das muss dieses sein. Ich dachte, das kostet 100.000. Die nächste Erweiterung kostet schon 485.000. Weiß ich auch, warum man einen Millionenkredit aufnehmen sollte. Ist ja krass. Ich glaube, eigentlich läuft es ja gar nicht so schlecht. Wenn wir, was bringt einem denn? Aber gut, wir werden es ja nicht los, weil wir keine Handelskapazität haben oder wie. Oder wir müssen halt noch einen Hafen mehr bauen. Blöd gelaufen. Das wirkt ja so ein bisschen aus der Planung. Eine halbe Million ist ein ganz anderer Schnack als 100.000. Müssen wir wirklich überlegen, das Werkzeug zu verkaufen. Ich weiß gar nicht, wie viel es im Verkauf bringt. Wir können ja mal ein bisschen was verkaufen. Leben müssen wir eigentlich sehen, dass wir das verarbeitet kriegen und davon nichts verkaufen müssen. Wir müssen es irgendwie zu Stein verarbeitet bekommen. Steine verkaufen, okay, Leben nicht mehr. So. Obst auch erstmal nicht mehr. Wir bringen nur 800 im Verkauf, ist gar nicht so viel. 100. Was bringt Eisen im Verkauf? 2800. Sollten wir das ja eigentlich aktuell gar nicht zu Werkzeug verarbeiten, sondern die Produktion erstmal stilllegen und direkt Eisen verkaufen. Aber Eisen brauchen wir für die Ingenieure. Oder einfach schnell spulen, laufen lassen. Ne? Immer auf Steine verkaufen. Runter bis auf 40. Möbel bleibt erstmal. Kohle auch. Vielleicht nochmal Gemüse verkaufen. Ist ein bisschen unglücklich auf jeden Fall. Wir machen guten Plus, so ist es nicht. Aber eine halbe Million ist eine krasse Investition, finde ich. Das ist heftig. Spiel gespeichert. Achso, genau, da fehlt ein Rohstoff. Ja, moin moin. Gute Nacht auch.
gerne Tipps und Tricks nochmal in die Kommentare reinhämmern, wenn ihr eine Idee habt. Das ist natürlich einfach ein bisschen spulen, sehr schnell, macht man häufig in solchen Spielen, ne? Wenn man mal ein paar Monate, ein paar Jahre wahrscheinlich sogar wegspulen möchte. Aber man möchte das natürlich eigentlich auch gerne noch effizienter gestalten, das Ganze. Also doppelt hier Gemüse verkaufen macht dann wenig Sinn. Wir nehmen dann einfach doch nochmal ein Werkzeug mit in den Verkauf mit rein, geht aber nur runter bis auf 40. Wenn wir 10 mal Werkzeuge verkaufen, ne, sind halt 8000 Einnahmen, ist ja nicht schlecht. Insgesamt produzieren wir, haben wir doch einen Überhang von der Lehmproduktion noch. Dass noch eine weitere Steinarbeitung Sinn machen würde. Und da war ja auch mal die Idee, ob man das nicht noch irgendwie auch mit. Mal gucken, Ziegelei, Ziegelei, Ziegelei. Hier sind 3 Ziegeleien und hier habe ich Büros. Dann lasse ich mich doch diese Büros abreißen, hier noch eine Erweiterungswirtschaft hinballern und ich glaube, wir haben alle mehr davon, oder? So, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Hier ist nämlich auch noch eine Ziegelei. Das glaube ich kann richtig was bringen. Sowas müssen wir auf jeden Fall gucken, wo wir sowas geschickt machen können. 10 Eisen brauchen wir. Dann sollten wir erstmal kein Werkzeug mehr herstellen, kurzzeitig. Und ein Einfluss? Sieht aus, dass das genauso schnell läuft. Erstmal aus. Ja, guck mal, Geld läuft. 250.000. Die Hälfte haben wir schon. Haben wir so ein bisschen Bürobedarf, ne? Bauen wir jetzt aber hier weiter an. Dürfte reichen. Ist Lücke ist geschlossen. Mal abholen. 10 Stück braucht man, ne? Glaube ich noch einer zu wenig. Ja, ist noch einer zu wenig. Eine Tonne fehlt noch. Unsere kleine Stadt wirtschaftet gut, ne? Es kommt wieder kein neues Eisenerz ran. Los abholen, auch wenn es nicht viel ist. Ja, weil sonst kommen wir nicht weiter in dem Spiel, ne? Das nützt nichts. Ich brauche diese 500.000, um zu erweitern, damit wir wirklich im Eisenbereich und Werkzeugbereich besser aufstellen können. Wir ein paar Umbaumaßnahmen hier machen, Erweiterungsmaßnahmen. Ich glaube, wir brauchen mehr Handelshäfen oder irgendwie mehr Handelskapazitäten. Wenn wir jetzt hier die Ziegelei, also wir haben hier mindestens 3 Ziegeleien gleich in Reichweite und vielleicht sogar noch die beiden Nebengruben, dass wir im Steinebereich noch einen richtigen Boost gleich kriegen. Hier haben wir da irgendwie eine Produktion von 10. Und hier haben wir 18. Das dürfte sich gleich nochmal deutlich erhöhen. Sehen wir gleich. Das machen wir uns. Genau, danke. Einmal abgeholt. Einmal wieder einlagern und dann müssen wir noch eigentlich ein weiteres Planungsbüro bauen können. Genau.
Also bei dem Tor, ja, ist ein bisschen schwierig, aber drüben alle, ne? Also gefühlt sind so gut wie alle Ziegeleien gehen mit rein. Das wird richtig einen Schub geben und wahrscheinlich brauchen wir dann noch eine Lehmgrube. Aber sehen wir gleich, wie viel das tatsächlich ausmacht. Hat die Arbeit aufgenommen. Na gut, also anstatt 10 sind 12. Ist jetzt auch nicht so der Burner hier. Aber okay, immerhin. Also 116% Produktion. Dann wollen wir die Werkzeugverarbeitung wieder aufnehmen. Die Handelsbilanz noch mal reingucken. 8.000, 10.000 mal plus, 13.000 plus. Hier, wo wir Werkzeug mitverkauft haben, 23.000 plus. Schon gut, was wir hier im Handel verdienen. Fisch ist genau plus minus 0. Ups, haben wir noch einen kleinen Überhang. Aber Gemüse sowieso. Aber da müssen wir auch den wirklich abreißen. Nicht dieses Mal, vielleicht nächstes Mal. Und dann sehen, dass wir hier unsere Wohngebiete weiter ausbauen. Büro vielleicht noch ein bisschen weiter ausbauen. Brauchte die Weizengeschichte noch, braucht zwei Eisen im Grundbedarf alleine schon. Das heißt, auch da sollten wir die Werkzeugproduktion mal wieder stoppen. Und dann, ja, damit wir eine große Getreidefarm bauen können und dann eben auch die Mehlmühle und den Bäcker. Da brauchen wir mal locker so 20 wahrscheinlich Eisen. Brauchen wir aber, damit halt die ganzen mittleren Wohnleute hier nochmal wieder zufrieden sind und da auch nochmal bereit sind, Geld auszugeben. Teure Industrie, aber ein großes Getreidefeld hier. Und das andere müssen wir auch geschickt planen. Also wie gesagt, so Planungsbüros in der Mitte zu haben mit möglichst viel Einfluss, Reichweite auf angrenzende Produktion. Kann ich schaden. Und die haben alle 100. Nicht ganz gereicht schon, ne? Sie, wir haben eine 500.000 auf dem Konto. Schön, neue Forschung verfügbar. Wir haben nicht neue Forschungspunkte gekriegt. 10 Eisenblöcke. Gut, also das machen wir heute noch. Land kaufen. Das Geld gleich wieder ausgeben, dass wir nächstes Mal gar nicht deinen Ort haben, viel Geld. Nächstes Stück kostet dann schon 1,14 Millionen. Krass. Man muss das sich dann immer gleich so teuer fair, ne? Fair teurer da. Werkzeugschmiede. Was wollten wir dann noch haben? Dieses. Ja. Hier 100%. Ja, mehr Köhlereien würde ich gar nicht unbedingt groß haben wollen. Das Spiel ist gespeichert. Gut. Problem ist nur bei den Meilensteinen erst im nächsten. Wenn wir ganz, ganz viele Ingenieure in der Stadt haben, kommen erst die Kohleminen, die wir hier dann anbauen könnten.
Da wird man sich wahrscheinlich erstmal nur mit einem oder so begnügen können. Na gut, ich glaube, dann machen wir beim nächsten Mal, liebe Leute. Das war's nämlich dann für heute. Ich danke wieder fürs Reinschalten, wünsche noch einen schönen Abend für den Rest und natürlich, wer Bock hat, morgen Abend, ne? Also aus Stream-Sicht, morgen Abend. Ich glaube auch aus YouTube-Sicht tatsächlich auch morgen Abend. Oder aus YouTube-Sicht ist heute Abend wieder High-Rise City hier Livestream und am Samstagabend wahrscheinlich wieder, wenn nichts dazwischen kommt. Ist noch nicht Ostern, ne? Ich glaube, ein Wochenende weiter ist erst Ostern. Dann am Samstagabend wieder Community im LS22. Vielen Dank fürs Reinschalten. Schönen Abend euch noch. Angenehme Nachtruhe. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.